Hallo, heute zeige ich Ihnen das erste Zubehör, das ich mir für meinen neuen Tesla Model Y gekauft habe. Viel Spaß dabei! Erst seit kurzem wird das Model Y von Tesla in Deutschland ausgeliefert. Da ich mich schon länger mental mit der Anschaffung eines Elektroautos beschäftigt habe und dazu natürlich auch viel gelesen und viele Videos gesehen habe, war mein Favorit schon bald das Model Y. Tesla ist nicht zuletzt wegen seinem flächendeckenden Supercharger-Netz eben die Nummer 1 der E-Mobilität. Für das Model Y spricht neben vielen, wirklich vielen guten Argumenten der riesige Kofferraum. Und wie bei jedem neuen Auto sollte hier die Oberfläche möglichst lange so schön bleiben, wie sie jetzt noch ist. Das erste, was ich mir daher gekauft habe, war eine Gummimatte für den Kofferraum. Sie ist nicht wirklich günstig und auch die Qualität, sprich die Dicke des verwendeten Materials, hätte noch etwas stärker ausfallen dürfen. Was mir sehr gut gefällt, sind die hohen Kanten im hinteren Bereich, die perfekt mit dem Wageninneren abschließen. Und auch der Trunk lässt sich mit der darauf liegenden Matte problemlos öffnen. Natürlich ist der Schriftzug zum Model Y auch der Hingucker. Besonders positiv finde ich bei dem Model Y die gigantischen großen Ablagefächer in der Mittelkonsole, die ich bei meinem alten Fahrzeug immer vermisst habe. Hier gibt es eher das Problem, dass man an die Artikel, die man täglich mit ins Auto nimmt, nur schwer in den Tiefen der Fächer herankommt. Also habe ich auf Amazon gesucht und mir einen passenden Mittelkonsolen-Organizer bestellt. Dieser passt genau in die Mittelkonsole und lässt sich auch nach vorne schieben, damit man dann an alles herankommt, was darunter verstaut ist. Damit es nicht zu sehr klappert, wenn man den Schlüsselbund hineinlegt, gibt es passend zu jedem Feld eine kleine Gummimatte. Die Ränder der Matten hätten jetzt auch nicht unbedingt blau sein müssen, wenn man mich gefragt hätte, aber naja, es gibt ja immer was auszusetzen. Unter dem Video finden Sie wie immer Links zu den vorgestellten Produkten und auch zu weiterem Zubehör, wenn Sie daran interessiert sind. Soweit also mein erstes Video zum Thema Zubehör für das Tesla Model Y auf Amazon. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung und ein Abo, damit Sie auch zukünftig nichts mehr von mir verpassen. Ich verabschiede mich nun bis zum nächsten Mal, wenn wieder etwas unklar sein sollte.